Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppert und unser Thema heute: Schneiden im Garten. Wir sind in Herrn Indertums Garten in Dübendorf. Hier eine wunderschöne neue eingerichtete, ich denke, Sitzplatzecke, und der eigene hat dazu einen Rosenbogen. Und vor allem Leute, die unsere Rosenschnittvideos gesehen haben mit den Edel- und Beetrosen, die wir ganz runterschneiden, die fragen dann immer entgeistert: Was mache ich mit den Kletterrosen? Muss ich die auch ganz runterschneiden? Natürlich nicht. Wenn wir sie jetzt ganz runterschneiden würden, hätten wir ja nichts. Sie würden höchstens so hoch wieder raufwachsen. Das reicht uns nicht. Wie muss man dauerblühende Kletterrosen, es handelt sich hier um eine dauerblühende Kletterrose, wie muss man die schneiden, damit sie möglichst gut Blüten tragen während der Vegetationsperiode? Zunächst die Überlegung: An was für Holz trägt eine dauerblühende Kletterrose Blüten? Am diesjährig wachsenden Holz. Das heißt, wir müssen die Pflanze anregen, dass sie möglichst viel neues Holz bildet. An dem Holz endständig wird sie dann Blüten tragen. Das heißt, wir haben hier diese Haupttriebe der Kletterrose und wir müssen jetzt die dazu anregen, dass sie möglichst viele neue Seitentriebe macht. Und das machen wir, indem wir die Seitentriebe alle relativ stur auf 1 bis 2 Augen zurückschneiden. Ja, das gleiche hier. Also das ist wirklich Schnäfelarbeit. Dann hier auch. Ja, nichts gänzlich entfernen. Wir möchten wirklich, dass hier neue Seitentriebe entstehen. Wir haben hier jetzt 2, die entstanden sind. Wir können auch mal 2 parallel laufen lassen. Die werden dann auch wieder Seitentriebe machen. Das kann man bei einer Kletterrose sicher problemlos machen. Hier ist der Trieb schon etwas eingekürzt worden. Das ist richtig so. Hat die Rose etwas Spielraum, hier oben weiter zu wachsen und den Bogen gänzlich zu schließen. So. Nehmen wir die Rose etwas zurück, damit sie hier neue Triebe macht. Wir nehmen auch diese etwas zurück, dass sie etwas angeregt wird, hier den Bogen dann zu schließen. Überall auf 1 bis 2 Augen. Sie sehen, ich zähle nicht. Ich mache das gefühlsmäßig zurücknehmen. Wenn ich das nicht machen würde und die Triebe hier so lang lassen würde, dann würden hier überall Seitentriebe entstehen, die auch blühen würden, die würden aber zu schwach sein. Das Ganze würde auch sehr wirr werden. Es ist wirklich wichtig, dass man die Seitentriebe auf 1 bis 2 Augen zurücknimmt. Hier sind noch 1, 2 stehen geblieben. Kann man wegnehmen. Was macht man längerfristig? Längerfristig ist es so, dass so ein Rosentrieb, so ein Haupttrieb auch mal sehr alt werden kann, nach 5 bis 6 Jahren. Und dann kann man auch mal so einen starken Trieb einer Kletterrose gänzlich wegnehmen und einen neuen Trieb, der von unten raufkommt, der möglichst von unten raufkommt, nachnehmen. Auch der Effekt, wenn man so einen Trieb mal unten wegschneidet, weil er zu alt geworden ist, weil er hier verkahlt, keine Blüten mehr bringt, dann regen wir die Kletterrose an, aus der Basis neue Triebe raufzuschießen. Also wir versuchen gleichzeitig auch langsam die Kletterrose nach einigen Jahren zu erneuern. Das waren ein paar Tipps zum Schneiden von dauerblühenden Kletterrosen. Wie immer diskutieren Sie mit, glauben Sie fast alles, aber nicht ganz alles, was ich Ihnen erzähle, und schneiden Sie weiter.